Am Mittwochnachmittag kam es an einer Tankstelle in Westerland zu einem Notfalleinsatz, in dessen Folge der DRF-Rettungshubschrauber aus Niebel angefordert wurde. Polizeibeamte sorgten für eine Koordinierung des Einsatzes. Der Hubschrauber Christoph 5 landete auf der gegenüberliegenden Wiese. Wieder einmal wurde deutlich, wie wichtig die Luftrettungsstation in Niebel für die anliegenden Inseln ist. Eine schnelle Rettung bei schwerwiegenden Verletzungen oder Infarkten ist lebensrettend für die Patienten, die schnell in die großen Kliniken auf dem Festland ausgeflogen werden können. Umso beruhigender für die Sylter und alle Urlaubsgäste ist die aktuelle Nachricht, dass die DRF-Luftrettung in Niebel weiterhin für die kommenden 20 Jahre betrieben wird. Ganz neu ist auch, dass der Rettungshubschrauber Christoph 5 mit einer Rettungswinde ausgerüstet wurde, um in schwer zugänglichen Bereichen einsatzbereit zu sein.